herzlich willkommen. Es ist jetzt das vierte Mal, meine ich, dass Sophies Klassikerwochen starten. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie viel Beteiligung sie dabei erfährt und wie erfolgreich das eigentlich ist, weil es ja doch wichtig ist, dass wir einfach uns vernetzen und dranbleiben und uns zusammentun, wenn es darum geht, Bildung zu verbreiten. Und das ist es ja im Grunde, wenn wir jetzt gemeinschaftlich euch Klassiker zeigen, näher bringen, in Erinnerung bringen oder vielleicht auch euch zeigen, was vielleicht nicht so was für euch ist. Muss ja auch nicht immer alles gefallen irgendwie. Ich habe mir für diesen Beitrag überlegt, ich mache einen Klassiker der Nachkriegsliteratur. Erst wollte ich was aus der Lagerliteratur machen, weil das ein bisschen unbekannter ist. Da wäre zum Beispiel Primo Levi, Was ist ein Mensch, eine Idee gewesen. Aber dann habe ich mich doch umentschlossen. Und der Grund ist einfach, dass mir dieses Buch sehr viel bedeutet. Es hat einfach unglaublich viel Emotionen in mir ausgelöst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es muss nicht unbedingt ein Klassiker sein, aber gerade bei bestimmten Büchern aus bestimmten Zeiten hat man beim Lesen eine enorme emotionale Achterbahn. Und das war bei mir der Fall. Und es geht bei mir um Wolfgang Borchardt, Draußen vor der Tür. Ich habe hier sein Gesamtwerk. Das ist relativ schmal, weil er früh gestorben ist. Wolfgang Borchardt war im Zweiten Weltkrieg als Soldat tätig. Und ich versuche das jetzt aus dem Kopf herzuleiten. Ich habe jetzt vorher nicht nochmal geguckt, wie sein Leben verlief. Auf jeden Fall, meine ich, ist er verletzt worden. Und aufgrund dieser Verletzung auch früh gestorben, mit 24, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber irgendwas in dem Dreh. Und demnach ist das alles, was er geschrieben hat. Und Draußen vor der Tür ist ein Stück, das mich jedes Mal, wenn ich es lese, und ich habe es jetzt dreimal gelesen, es ist nicht besonders lang, absolut packt. Einfach nur packt. Und ich erzähle euch jetzt, worum es geht. Also erstmal finde ich den Titel spannend. Das heißt nämlich, Draußen vor der Tür, ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will. Und hier haben wir schon das Programm, das eigentlich gezeigt wird. Es geht hier um einen jungen Soldaten namens Beckmann, der nach langer Kriegsgefangenschaft aus dem Krieg zurückkehrt. Und zwar, ich glaube, 1955. Also damit gehört er zu den Spätestheimkehrern eigentlich. Also Spätheimkehrer war so 1950, galt schon als Spätheimkehrer. Aber 55 ist wirklich sehr, sehr spät. Und es ist natürlich eine super heikle Sache, wenn man als Soldat aus dem Krieg zurückkehrt. Nicht jeder hat das freiwillig gemacht, aber mindestens jeder hat während dieses Krieges schlimme Dinge getan. Das liegt in der Natur der Sache. Und mit diesem Päckchen von dem, was er gesehen und getan hat, kommt er wieder. Und er ist noch sehr jung, er ist sehr, sehr jung in den Krieg gezogen, hat sich blenden lassen, als er jung war, nehme ich an, wie so viele. Ich meine, er war 15, 16, als er, als er eingezogen wurde. Also wenn man das so zurückrechnet, er war, glaube ich, 6 Jahre weg. Sehr jung auf jeden Fall. Und dann kommt er zurück. Und eigentlich hat er alles verloren, was er vorher hatte. Das wird ziemlich schnell deutlich. Also das ist, glaube ich, jetzt kein Spoiler. Ich überlege gerade, wie viel ich verraten kann. Also er hatte auf jeden Fall einige Angehörige. Und die sind nicht alle tot, aber er hat sie aus unterschiedlichen Gründen verloren. Sie sind nicht mehr für ihn da. So, er kann da nicht mehr hin. Und er hat zusätzlich eine unglaubliche Belastung aus dem Krieg mitgenommen. Also er kann nicht mehr schlafen. Er ist eigentlich auch suizidal, er möchte eigentlich auch gar nicht mehr leben, wirkt apathisch, wirkt depressiv, heillos überfordert und verloren irgendwie. Und obwohl man weiß, dass er auch Täter war, tut er einem dennoch leid. Er versucht an verschiedenen Stellen Anschluss zu finden, er versucht Arbeit zu bekommen, was ihm aufgrund seiner Störung auch nicht gelingt. Und auch aufgrund dessen, dass er in ein Land zurückkehrt, das eigentlich von Krieg erstmal gar nichts mehr wissen möchte. Man kann ja auch nicht von zurückgekehrten Helden sprechen, denn der Krieg ist verloren. Und es steht eine riesige Schuld im Raum, weil einfach Sachen getan wurden, die man nicht mal eben so zur Seite wischen kann. Und niemand hat eigentlich ein Ohr oder einen Blick für ihn. Und darum geht dieses Stück. Und es ist unglaublich eindrucksvoll gemacht. Also es ist dialogisch aufgebaut, wie halt ein Theaterstück aufgebaut ist. Und wir haben auch Figuren wie Gott und den Tod.
Und ihre Rolle so in diesem ganzen Kriegsgeschehen und diesem ganzen gesellschaftlichen Problem nach dem Krieg, was einfach unglaublich beeindruckend ist. Also wir haben zum Beispiel einen völlig übersättigten Tod, denn der hat einfach so viel zu tun, dass der richtig gut im Geschäft ist. Und wir haben hier einen ziemlich lamoyanten, fragilen Gott, an den niemand mehr glaubt. Und die sind dann auch so mit im Gespräch. Und ja, so verschiedene andere Figuren. Und das Krasse an dem Stück ist einfach, dass man das so vermittelt bekommt und man kann irgendwie nichts tun. Also es tut einem irgendwie unendlich leid. Man kriegt ja die Insicht von Beckmann mit und wie schlimm das für ihn ist und was ihm da alles passiert und vor allen Dingen auch, was für ein Albtraum hat. Also er schildert besonders einen Traum, der einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren lässt und kann sich daraufhin zusammenreimen, was er erlebt haben muss, dass er sowas träumt. Und er findet einfach keine Hilfe und ist halt einfach, ja, ist eigentlich heimatlos. Also er kommt nach Jahren der Gefangenschaft zurück in sein Heimatland, aber eigentlich ist er heimatlos. Und wie das ausgeht und wie er damit umgeht und überhaupt, wie sich das alles so gestaltet, das erfahrt ihr halt in diesem Stück. Ich finde, es ist extrem lesenswert, wirklich extrem lesenswert. Ich würde es auch als Schullektüre betrachten. Das Interessante daran ist die Ambiguität von Täterschaft und Opferschaft. Die wird in dem Stück auch aufgemacht. Wie trennt man das? Und hat jemand, der eigentlich ein Täter ist, auch ein Recht auf Opferschaft? Das ist eine interessante Frage, vor allen Dingen ist das moralisch eine interessante Frage, wenn man sich mal überlegt, dass nachgewiesenermaßen, ohne jetzt irgendwas verharmlosen zu wollen, das liegt wirklich nicht in meinem Interesse, aber nachgewiesenermaßen ist die posttraumatische Belastungsstörung von Soldaten, die aus Kriegsgefangenschaft in Sibirien wiederkommen oder die an der Front gekämpft haben, vom Ausmaß her rein pathologisch genauso schlimm wie die posttraumatische Belastungsstörung von Holocaust-Überlebenden. Das hört man nicht gern, das ist unbequem, das ist vor allen Dingen hält das eigentlich keinem Vergleich stand. Es wirft aber auch die Frage auf, wem hilft man jetzt wie? Und hat jeder ein Recht auf Zuwendung und Hilfe, wenn er doch vorher so schlimme Dinge getan hat? Also das sind so Überlegungen, die so aufploppen, wenn man dieses Stück liest und wenn man auch ins Gespräch mit anderen darüber geht oder länger darüber nachdenkt. Die Schilderungen in dem Stück selbst finde ich teilweise sehr herzzerreißend. Also mir ging das sehr, sehr nah. Ich hatte unendliches Mitleid oder Mitgefühl mit diesem jungen Mann, der da völlig zerstört eigentlich zurückkommt und völlig einsam ist. Und mir tat das einfach total leid. In dem vollen Bewusstsein, dass er natürlich zu den Nazis zu rechnen ist und schlimme Dinge getan hat. Dennoch tat er mir leid. Das muss nicht jeder so empfinden. Ich glaube, das Buch ist sehr kontrovers und ich glaube auch Wolfgang Borcher generell kann man kontrovers lesen. Aber das macht es für mich so wertvoll und das macht es für mich vor allem zu einem Klassiker. Ich finde, es gibt einfach Bücher, die herausstechen aufgrund der Art und der Perspektive oder des Schreibstils, in dem sie verfasst sind. Und dieses Buch gehört dazu und deswegen möchte ich es euch ans Herz legen und ich möchte euch gerne ein kleines Stück daraus vorlesen. Also erstmal möchte ich euch, also um auch nicht zu viel vorwegzunehmen, das Personenregister, man hat ja in einem Theaterstück immer die Figuren, die mitspielen und das ist, selbst das ist hier schon anders. Dieses Personenregister möchte ich euch zur Hälfte vorlesen. Die Personen sind Beckmann, einer von denen, seine Frau, die ihn vergaß, deren Freund, der sie liebt, ein Mädchen, dessen Mann auf einem Bein nach Hause kam, ihr Mann, der 1000 Nächte von ihr träumte, ein Oberst, der sehr lustig ist. Seine Frau, die es friert in ihrer warmen Stube. Die Tochter, die gerade beim Abendbrot und deren schneidiger Mann. Also da merkt man schon, wie viel latente Andeutungen da so mitschwingen. Und dann lese ich euch noch einen Teil vor, bevor es eigentlich wirklich losgeht, weil von dem Stück selber, glaube ich, möchte ich euch nichts vorlesen. Es ist unglaublich gut, man könnte jede Seite vorlesen. Und wenn man sie sich laut übrigens selber vorliest, hat es nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn man es nur im Stillen liest. Aber das möchte ich euch nicht wegnehmen. Deswegen lese ich euch was vor von dem, was vor dem Stück hier steht. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Äußerlich ist er ein naher Verwandter jener Gebilde, die auf den Feldern stehen, um die Vögel und abends manchmal auch die Menschen zu erschrecken. Innerlich auch.
Er hat 1000 Tage draußen in der Kälte gewartet. Und als Eintrittsgeld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Und nachdem er nun 1000 Nächte draußen in der Kälte gewartet hat, kommt er endlich doch noch nach Hause. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass rechts und links neben ihm noch mehr Leute sind, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja, und als er dann zum Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts im Regen, auf der Straße. Das ist ihr Deutschland. Und das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen. Das ist kein patriotistischer Text. Es geht nicht darum, irgendwas zu verherrlichen oder, keine Ahnung, irgendeine Vaterlandsliebe irgendwie zu idealisieren oder zu wecken. Darum geht es überhaupt nicht. Also, falls ihr jetzt diesen Eindruck hattet, darum geht es nicht. Und das werdet ihr in dem Stück dann merken. Das wollte ich einfach nur klarstellen. Ich wollte einfach nur, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wie geschrieben wird. Es ist sehr eindrücklich, sehr atmosphärisch, sehr eindrücklich. Ja, und es nimmt einen enorm mit. Und deswegen wollte ich es euch vorstellen. Und ich hoffe, ihr habt Lust drauf bekommen. Es ist nicht lang. Das hier ist ja das gesamte Werk. Ne? Also ich glaube, draußen vor der Tür hat irgendwie 100 Seiten oder so. Ist wirklich nicht viel. Wenn überhaupt. Ich habe es tatsächlich nicht gezählt. Lest es. Lest es. Denkt drüber nach. Sprecht mit euren Menschen darüber. Und kommt ins Nachdenken. Ja, versucht eine andere Perspektive einzunehmen. Denn nur so kann man sich weiterentwickeln. Und ja, tragt das weiter. Und in dem Sinne sind ja auch die Klassikerwochen gedacht, dass wir Sachen weitertragen und Perspektiven anbieten, um Horizonte möglicherweise zu erweitern. So, das war jetzt ganz viel tiefsinniges Gerede. Ich bin schon so ein bisschen in der Vorweihnachtsstimmung, wo man solche Gedanken hat. Guckt euch die anderen Videos an. Dieses Video ist also Teil der Playlist der Klassikerwochen. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr findet die anderen Kanäle verlinkt. Vor mir haben schon welche tolle Videos hochgeladen. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Und nach mir werden noch einige Klassiker-Videos hochladen. Also da muss mindestens für jeden was dabei sein. Sonst weiß ich auch nicht. Es sind wirklich viele, die mitmachen. Das war mein Beitrag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Naja, Spaß ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich hoffe, ihr habt interessiert zugesehen, zugehört. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in die nächste Woche. Beziehungsweise in diese Woche. Ich lade das ja erst am Montag hoch. Macht's gut. Tschüss.